Willkommen zurück, meine Lieben. Hier ist euer M3D bei Dark Souls. Und wir gehen durch die Nebelwand. Und wo sind wir jetzt? Sieht aus wie ein Wald. Was könnte es sein? Das ist der Kristallwald. Richtig. Und wir haben nur noch 5 Esso-Flakons. Eigentlich schon ein Grund zum Zurückgehen. Aber scheiß drauf. Also eigentlich schon ein Grund, um aufzugeben, weil man viel zu wenige Flakons hat. Ist ja egal. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Denn das sind jetzt erstmal die Hauptgegner. Backstabben kann man so nicht, ne? Nee. Komm, ein Schlag kriegt er noch ab und dann ist er down. Yeah, baby. So. Ihr müsst auch ein spezieller sein. Den sehen wir gerade noch nicht, aber den werden wir gleich noch sehen. Da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher. Und das will ich haben, was da liegt. Uah. Weil ich will alles haben, was glänzt, wisst ihr. Huhu, geh down. Jawohl. Ich weiß gar nicht, was das ist, aber egal. Blauer Brocken. Nehmen wir mit. So, die da hinten bewachen nichts. Die brauchen wir auch eigentlich nicht töten. Und ich denke mal, das machen wir auch nicht. Wobei, es dient zum Aufsteigen, ne? Wobei, es geht mir am Arsch vorbei. Also von daher, lassen wir es lieber bleiben. Hier irgendwo müsste jetzt noch eine ganz wichtige Person sein. Wenn er bei mir nicht hier ist, dann ist was falsch gelaufen. Ja, ist nicht hier. Okay. Schade, 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 schade. Habe ich nicht gewusst. Oder hätte ich nicht gedacht, sagen wir es mal lieber so. Wer ist hier? Und da liegt ein Gegenstand. Nee, ist nicht hier. Okay. Dann hat sich das ja erledigt. Autsch. Wow, der zieht uns ja fast gar keine Ausdauer ab. Genial. Komm, Penner, geht drauf. Alter, war das knapp gerade. Bei denen kann man, glaube ich, blaue Brocken farmen, wenn mich alles täuscht. Oh, ich dachte schon, man könnte mit den Steinen springen. Schade. Was liegt hier? Kristallhelm, Kristallrüstung, Kristallstülpen und Kristallgamaschen. Werden wir alles noch lesen, meine Freunde. Gar kein Problem. Da braucht ihr euch gar keine Sorgen drum machen. Wir versuchen jetzt aber erstmal zu überleben. Das ist das Allerwichtigste. So, genau. Hier runter muss man schon. Und sie kommt zu zweit, natürlich. Weil ich so blöd bin, um einen Einzelnen anzulocken. Locke ich einfach beide an. Gar kein Thema. Alter, Glück gehabt, ne? So, jetzt ist er alleine. Jetzt ist er schon wieder gar kein Problem mehr. Zumindest noch ein kleines Problem, wenn man es mal so will. Geh drauf, du Stümmelbein, du. Oder ja, Stümmelarm. Was hat er hier? Ja, blauer Brocken, das hat doch meine Theorie bestätigt. Sehr schön. Da oben ist auch noch ein Gegenstand liegen. Kann man ja mal versuchen zu holen. Mist, ich komme da nicht hoch jetzt. Uppa. Na toll, weißt du. Nee, ich habe ihn getroffen. Cool. Cool, cool, cool. Und down. Sehr schön. Oder der hat auch noch einen blauen Brocken fallen lassen. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und das Beste ist natürlich, sich nicht treffen lassen. Dann verliert man auch keine Estus Flakons. Ne, liegt hier doch kein Gegenstand? Okay, habe ich mich getäuscht. Ich dachte, hier würde noch was liegen. Oh Mist. Alter, Alter, Alter. Ne? Nein, hier liegt gar nichts. Okay, okay, okay. Dann gehen wir jetzt da rein. Und das ist eine beschissene Gegend. Da sind, ich glaube, 3 Stellen, die ziemlich ungerecht sind. Und wo man eigentlich, naja, zu 70% stirbt. Hoffen wir einfach mal das Beste, dass es bei mir nicht passiert. So, hier muss man runter, ne? Ja, hier ist es, okay. Einige Stellen kann man auch umgehen, indem man ein bisschen taktisch vorgeht. Oh, warte mal, das war falsch. Na, geh hoch. Ja, hier ist die... Nee, das ist noch nicht die erste Stelle. Sie ist eigentlich harmlos. Also natürlich, wenn er einen dumm erwischt oder so, kann man hier auch schon runterfallen. Aber es geht noch schlimmer. Glaubt es mir, meine Lieben. So, schaut sie jetzt. Hat's fallen gelassen? Nein, natürlich nicht. Yippie! War schon gerade ein bisschen riskant, das Runterrollen, aber okay. So, wo muss man lang? Hier muss man lang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde euch auf jeden Fall Bescheid sagen, sobald diese behinderte Stelle kommt. So, man sieht schon. Das sieht ein bisschen ursprünglich aus. Denkt man, hö, was ist denn hier los? Ah, man kann hier entlang laufen. Normalerweise wird man hier ein bisschen vorsichtiger entlang laufen, aber egal. So, was liegt hier Schönes? Menschlichkeit. Vielen Dank. Ich weiß nicht, mir ist es gerade ein bisschen zu riskant, da runter zu laufen. Ich laufe lieber außen rum. Ist mir gerade ein bisschen sicherer. Hab keinen Bock, jetzt wegen so einer dummen Stelle zu sterben. Achte mal drauf, was hier für schöne Schmetterlinge sind. Also ich nenne sie Schmetterlinge, ob es welche sind, keine Ahnung. So, jetzt müssen wir, glaube ich, hier runter. Ja, hier runter. Sehr gut.
So. Man kann diese Viecher angreifen, ich würde davon abraten. Eklige Gestalten. So, was hat einer da hingeschrieben? Na, Moment. Hier. Ist halt schade, wenn man halt so hier spielt, dann tun die einen alles verraten. Ein Weg ist voraus, ja, was du nicht sagst. Aber ich muss mal gut aufpassen, ich weiß nicht den genauen Weg. Hilfe. Ich laufe jetzt einfach mal schnurgerade aus. Und da seht ihr schon, das ist hier eine ungerechte Stelle, denn... Ach, hier kann man übrigens auch runterfallen, es gibt einen Bug, da fällt man einfach runter, obwohl man ganz normal sicher landen würde. Aber das hier ist ein scheiß goldener Golem. Ja, und da seht ihr auch schon, was der an Schaden einsteckt. Gleich schon mal gar nichts. Uah, geh weg von mir. Alter, geh drauf. Jawohl, zum Glück bist du nach hinten gesprungen. Hilfe. Hilfe. Nein. Nein, 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 nein. Alter, nee. Nee. Nee, verdammt. Es grenzt an Glück, dass wir das überlebt haben, ehrlich gesagt. Es gibt hier noch einen Weg, Moment. Den weiß ich gerade nicht mehr genau. Da habt ihr es gesehen, da kann man übrigens auch runterfallen. Und warum? Weil das Spiel scheiße zu mir ist. So, hier gibt es jetzt ein Geheimnis. Also ein Doppelgeheimnis. Man kann jetzt hier runterspringen und gleichzeitig umdrehen. Hoffen wir mal das Beste, dass es klappt. Moment. Gleich hier hin, gleich hier hin, gleich hier hin. Alter, komm, komm. Alter, hab ich sie alle erwischt? Ich habe sie alle drei erwischt, oder? Eins, zwei. Gut, ich weiß es nicht. Ich kann es gerade nicht bestätigen, ob ich auch den dritten erwischt habe. Ich glaube nicht, einer ist mir entkommen. Aber ist egal. Also in meinen Augen lief das sehr, sehr gut. So, jetzt mal noch diese Nachricht hier vertrauen und einfach mal hier entlang laufen. Was steht da? Gleich fällst du tief. Ja. Der will, dass wir hier runterfallen, soweit ich weiß. Alter, Alter, Alter. Also man könnte hier geradeaus laufen und dann würde man einfach nur irgendwann aufs Maul fallen, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Oder ist es eine Verarschung? Nee, ich glaube, das ist eine... Alter, ich bin mir gerade so unsicher wegen der Nachricht, ne? Gleich wird zu tief. Bin mir so unsicher. Egal, wir gehen jetzt einfach mal hier runter und hoffen das Beste. Golem, 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 Golem. Und hoffentlich überleben wir die Scheiße. Weil man kann auch hier runterfallen. Aber auf eine übelst ungerechte Weise, weil man hier runterrutscht einfach nur. Nein. Ach, das hat mir Leben abgezogen. Obwohl ich geblockt habe. Auch nicht schlecht. Boah, geh weg. Boah, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, das... Komm, komm. Ja, jawohl, 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 jawohl. Du Scheißvieh, Alter. Blauer Brocken und ja. Wir wurden verarscht, meine Lieben. Bin ich mir fast schon sicher. Ja. Wir wurden verarscht. So, jetzt ganz vorsichtig zurücklaufen. Ich habe keine Ahnung, wo es hier genau lang geht. Oh, ich hasse diese Stelle. Ja, ich glaube, mit schnurstracks geradeaus wird das schon irgendwie was werden. Uah. Mist, ich habe keine Ahnung, ne? Ich bin mir so unsicher, aber man sieht's ja, das ist... Ist hier eine Flocke gerade runtergefallen? Nee. Das, meine Freunde, nennt man Bug. Und dieser Bug ist scheiße. Und von dem habe ich geredet. Und mir passiert das natürlich mal wieder. Mist. Aber egal, egal, egal. Dann nutzen wir die Chance jetzt einfach, nehmen Menschlichkeit und steigern wir unsere Estus-Flakons auf 15. So. Noch einen brauchen wir. Sehr geil. Zack, zack. Und Ausbildung umkehren. Und ich würde sagen, ich mache dann auch gleich einen Cut, nachdem wir uns aufgewertet haben. Und dann laufe ich zur Stelle. Und dann hat sich das. Dann muss man diesen Shit hier nicht mehr mitmachen. So, entfachen noch. Und ich versuche mit möglichst vielen Estus-Flakons dahin zu kommen. Das wäre noch das Allerschönste. So, und nochmal bitte entfachen. Nein! Das geheime Ritual können wir noch gar nicht. Verdammt, verdammt, verdammt. Das war eine verschwendete Menschlichkeit. Aber egal, Freunde. Bis gleich. So, meine Freunde, da bin ich schnell mal dahin gelaufen. Und leider mussten wir große Verluste, ja, einnehmen. Denn meine Seelen liegen da auf dieser unsichtbaren Plattform, die man jetzt von hier leider auch nicht sehen kann. Oder doch? Nee.
Nee, kann man leider nicht sehen. Ja, da müsste ich wieder hier runtergehen und mir wieder diese unsichtbaren Boden antun. Und ehrlich gesagt habe ich da keinen Bock drauf, weil ich dann wahrscheinlich wieder diesen Bug durchmachen muss. So, ganz vorsichtig. Wo muss ich lang? Da lang, okay. Wow. Alter, ich hasse diese Stelle hier, ne? Ja, es ist zwar schade. Ich glaube, wir hatten 30.000 Seelen oder so, aber was soll ich machen? Wenn ich jetzt wieder runtergehe, dann kann es sein, dass ich wieder abkratze. So. Wenigstens bin ich hier drauf gekommen. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Oh, meine Lieben, meine Lieben, meine Lieben. Egal, ich bin mir sicher, wir würden so oder so einen Tod durchmachen, denn hier kommen noch ein paar Stellen. Also, sage ich mal, die ist jetzt wieder so eine Stelle. Die ist sehr unangenehm. Ganz schön neblig hier. Hilfe, ich sehe nichts. Da ist doch noch ein nettes Vieh. Mal gucken, wie viel Schaden wir dem Ding hier machen. Wir lassen aber geile Sachen fallen. Also, die Dinger sind krass Gold wert, wenn man sie denn ordentlich killen kann. Komm, verreck. Ja, wir können sie ordentlich killen. Es geht schon. Lässt da was fallen? Ist schwer zu erkennen manchmal. Nee. Uah. Alter, halt die Schnauze, du Riesenmuschel. Du Ekelauster. Bäm, bäm. Komm, ein Schlag noch. Sehr schön. Also man sieht, einer alleine geht. Zwei wären jetzt schon ein bisschen ekelhafter. Da, Gegenstand nehmen. Funkeltitanit. Hier kann man die Dinger farmen. Das ist natürlich richtig geil. Aber auch uninteressant, weil man ja hier nicht so die ganzen Tag rummachen will. Aber vielleicht können wir ein paar gute abstauben. So zwei, drei Stück wäre doch schon mal schön. Einen haben wir schon mal, ne? Ist Luxus, meine Lieben. Ist Luxus. Bam. Immer schön weiter drauf. Aua. Mist, ich dachte, wir stacken die, aber kannst du vergessen. Na egal. Hast du was fallen gelassen? Sah so aus, ist aber nix. Schade. So, da bist du auch nochmal. Wenigstens kann man sie einzeln pullen, ne? Nein! Ich hab sie zu weit gepullt. Nein! Zu dritt! Alter, nee! Alter, nee, 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 nee. Kurz mal wegrennen, kurz mal wegrennen, kurz mal wegrennen. Alter, nein, 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 nein. Ich muss wenigstens versuchen, einen Estus-Flakon zu nehmen. Einzige Möglichkeit, um zu überleben. Ja, hat geklappt, hat geklappt, hat geklappt. Alter, verreck, du Drecksding, du. Du Penis-Auster. Nein. Oh. Jawohl. Ah, der ist auch schon gleich tot. Komm. Aua. Alter. Nichts riskieren, der andere ist umgekehrt, umgedreht, glaube ich. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nee, ist auch doch nicht umgedreht. Uah. Geh weg von mir. Alter, drei Stück auf einen Schlag, weißt du, das ist doch schon. Wieder mal richtig typisch. Irgendwie fehlt es mir in dem Spiel an der Herausforderung, weil ich mir immer so viele Gegner anlache. Keine Ahnung. Gegenstand nehmen. Jubi! Zwei. Drei. Ja, na super. Drei Stück haben wir gekriegt. Das ist doch mal lohnenswert. Und wir haben noch sieben Estus-Flakons. Das ist doch auch gut. Ist hier noch was? Nee, ne? Okay. So, meine Freunde. Ich sag jetzt mal so, wie es ist. Jetzt ist Sterbenstime, ne? Wir werden sterben. Wir werden sterben. Der Typ verflucht. Wartet mal. Wir haben, glaube ich, etwas gegen Fluch. Verstärkt Verteidigung bei Angriffen. Bla bla bla. Kein Verlust bei Tod. Nein, nein. Verbessert Balance. Ja, ist eigentlich ein ganz gutes Ding. Ah, Gegenstand aufzufinden, verstärkt. Bla bla bla. Nein. Okay, Mist. Haben wir nichts. Haben wir eine Rüstung, die gegen Fluch hilft? Ich glaube, die haben wir schon an, ne? Diese rote müsste stark gegen Fluch helfen. Moment. Wie gucke ich die Werte nochmal? So. Fluch 21 Resistenz. Hier, das Ding hat 4. Fluchresistenz 0. Das hat Fluchresistenz, ja, ein bisschen mehr. Die Handschuhe haben 5. Moment, das hat gar keins. Wie viel hat denn das, was ich anhabe an Handschuhen? Alter, wie viel Fluchresistenz hat denn das Ding? Aber damit kannst du nicht ausweichen. Das kannst du ja auch niemandem antun. Das ist nichts. Wir müssen hier schon ein bisschen wendiger bleiben. Das wäre mal eine bessere Idee. Moment, die blauen Handschuhe haben wir an. Fluchresistenz 0. Dann mache ich sie mal kurz weg. So, und mach die roten dahin. Die haben ja wenigstens ein bisschen Fluchresistenz. Ja, 4. Besser als gar nichts. Und ich versuche die Waffe zu bekommen, Freunde, aber trete mir nicht in den Arsch, wenn es nicht klappt. Und los geht's. Hallo?
Das ist Steve der Schuppenlose und den kann man erst angreifen, wenn man diesen scheiß Kristall kaputt macht. Und das wusste ich eine lange Zeit auch nicht, leider. So, jetzt gut aufpassen, ne? Wir müssen jetzt irgendwie um ihn herumkommen. Ich habe keine Ahnung über seine Kampfsequenzen, aber wir werden es schon irgendwie geregelt kriegen. Ich weiß, dass er viel mit dem Schwanz zuschlägt, deswegen ist es sehr gefährlich, hinter ihm zu stehen. Wow. Ja, jetzt hätten wir eine Chance, jetzt hätten wir eine faire Chance. Nein, nein. Alter, 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 bleib mit deinem Schwanz fern. Alter, jetzt, 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 jetzt. Nein. Das war ein permanenter Tod. Wir sind echt gut drauf, ne? Ach nee. Na gut, meine Freunde. Wie immer, ich laufe mal ganz kurz dahin. Bis gleich. So, meine Freunde, da bin ich wieder hingelaufen und ich habe zwei Funkeltyranid bekommen. Yeah! Killer, Freunde, Killer. So, Sief. Ich glaube, man muss doch mal das Glas kaputt machen, oder? Ich bin mir jetzt sicher. Alter, bleib mir fern, du Sau. Ja, doch, man muss es tatsächlich nochmal kaputt machen. Ekelhaft. Das ist halt die Scheiße an diesem Bosskampf. Aber nur gut, jetzt ist es kaputt, ne? Und jetzt soll mir dein Schwanz gehören, verdammt. Ich nehme deinen Schwanz als Trophäe, hast gehört, du Mistvieh. So, nein. Nimm das Schild mal wieder in die Hand. Ja, man weiß ja gerade nie. Ist es der Schwanz? Ich weiß es gerade gar nicht. Nein, nein, nein. Oh, Alter, gib deinen Schwanz jetzt her. Komm, Schwanz, mein Freund. Schwanz, Junge. Ist es ein Schwanz oder ist das nicht? Ich glaube, das ist einfach... Nein! Fehler, 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 Fehler. Schlechter Fehler, schlechter Fehler. Alter. Ich muss mal die Kamera hier gerade ein bisschen drehen. Ach, das war sein Tentakel, nicht sein Schwanz. Verdammt. Hab mich schon gewundert, warum ist der so klein? Naja. Komm, Sief, mach mal jetzt irgendwas. Irgendwas Harmloses im besten Falle. Es ist schwer, ich brauche hier 2000 Finger, um die Kamera zu drehen. Jetzt. Jetzt. Na komm. Nein, weg da, weg da, weg da. Weg da, weg da. Oh, watch, oh, watch, oh, watch, oh, watch, ne? Das sollte im besten Falle natürlich nicht passieren. Aua, du Penner. Das sollte nochmal nicht passieren. Hallo. So. Schon besser. Jetzt wird er sich gleich wieder beruhigen. Alter. Ja, der hat sich gerade voll beruhigt. Na gut. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, versuchen, diesen Schwanz zu holen, aber na gut. Einmal versuchen wir es noch. Zu hoch. Der hat den Schwanz so hoch genommen und ich renne natürlich genau drunter, weißt du, was ich meine? Also das war gerade richtig dumm von mir. Aber na gut, meine Freunde, es ist mir nicht gegönnt. Vielleicht probiere ich es nochmal in der nächsten Folge. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.